Hallo und willkommen bei TableQuest. Wir haben den 30.09. und Ausgabe 31 ist im Handel erschienen. Mit der heutigen Ausgabe bekommen wir mal wieder zwei neue Farben plus einen Pinsel. Also da wären ein neues Pöttchen mit DevGuard Green. Man sieht, dass wir es schon mal hatten. Als nächstes haben wir noch Celestial Grey. Das ist mal wieder eine komplett neue Farbe, auch Base. Und einen etwas feineren Pinsel. Diesmal sogar mit so einem schönen kleinen Informhalter. Ach, geh ab! Augenblick. Toll, hätten den anderen mal so gesichert. Seht ihr, der hat mal eine richtig schöne feine Spitze. Ich bin mal gespannt, ob der was taugt. Gut. Dann packe ich das mal wieder weg. Und wir gehen zur Zeitschrift über. Wie die Übertitel hier schon sagen, geht es diesmal um Gulliman, den Primarchen der Ultramarines, Nurgle-Seuchen-Dämonen, und einmal Malen mit Celestia Grey. Da bin ich ja mal gespannt. Und auf der ersten Seite geht es auch schon direkt mit Gulliman los, nämlich mit der Legende, wie er zu Connor, seinem Ziehvater, auf Macrack kam. Dieser hat nämlich eines Nachts vom Imperator der Menschheit geträumt und von einem kleinen Jungen, den er wohl, wie heißt das, bei den Wasserfällen der Hera finden würde. Diese Geschichte zieht sich fast um eine ganze Seite, ist nett zu lesen und zeigt, wie Gulliman selber zum König von Macrack wurde und anschließend seinem wahren Vater, dem Imperator, gegenüberstand. So. Hier haben wir anschließend eine Timeline von verschiedenen Schlachten der Ultramarines. Ja, richtig. Bis zum Ende des 41. Jahrtausends. Ja, Macrack hat schon einiges durchgemacht. Gerade wenn es um Tyranniden geht. Gut. Als nächstes bekommen wir einen Einblick in den Orden der Dark Angels. Der Dark Angels Orden ist die allererste Legion, die der Imperator erschaffen hat. Und die Dark Angels weigern sich auch in bestimmten Punkten, die Lehren von Gulliman, also dem Codex Astartes, zu folgen. Das ist auch einer der Orden, die beim Großen Bruderkrieg, das ist jetzt Streitthema, sagen wir mal, halb zum Feind übergelaufen sind. Aber lest es euch durch, das ist ganz interessant. Das ist ein sehr tragischer Orden. Gut, auf den nächsten Seiten können wir uns etwas über die Dämonen des Nurgle durchlesen. Wie funktionieren sie? Weswegen sind sie da? Ich meine, wir wissen ja durch die DevGuard schon alle, dass das Verbreiten von Krankheit, Tod und Co. so das große Steckenpferd sind. Aber es ist halt nicht der einzigste Grund, aus dem Nurgle seine Dämonen loslässt. Weil Nurgle selbst feiert nicht nur die Krankheit, sondern einfach den Kreislauf. Hier bekommen wir dann noch ein paar Legionen aufgezählt, die Nurgle in den Äther geschickt hat. Besser gesagt in den Realraum. Und dann geht es auch schon mit der Bemalanleitung weiter. Was können wir an den vorherigen Miniaturen, die wir bekommen haben, alles mit Celestial Grey bemalen? Ja. Also. Hier ein paar, da sind schon ein paar Sachen dabei. Aber ob man dafür jetzt unbedingt eine Bemalanleitung gebraucht hätte, lasse ich mal dahingestellt. Gut, also dieses Mal haben wir einiges an, hier könnt ihr grau hinmalen, Anleitungen dabei.
Und am Ende nur noch einmal eine Mission Nummer 15. 15. Ja. Und das sieht aus, als wäre das mal eine richtig große Schlacht, wo wir mal alles einsetzen, was wir seitdem bekommen haben. Nee, der Death Note ist nicht dabei. Gut. Das wäre es soweit schon wieder mit dieser Zeitschrift. Ein Blick auf die nächste Woche. Denn das ist wieder ein Highlight. Nächste Woche kommt nämlich der Apothekarius. Fand ich schon immer ein geiles Modell, aber mit 30 Euro war der mir einfach zu teuer. Aber für 10 Euro aus der Zeitschrift, gerne. Und Heft 33 ist auch schon wieder was Schönes, weil wir bekommen neues Gelände. Ich weiß ja nicht, wer von euch sich eventuell die Befehlshaberbox geleistet hat, die jetzt neu rausgekommen sind. Aber ich finde, da sind die wieder eine schöne Ergänzung zu. Gut. Wenn euch die Ausgabe was gebracht hat und ihr ein bisschen Spaß dran hattet, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten für Verbesserungsvorschläge oder Kritik, schreibt es mir in die Kommentare. Gut, dann bis nächste Woche. Bye!